Ich begrüße Sie herzlich zu unserem allerersten Videoblog des Diakonischen Werks Bayern. Wir werden künftig darin regelmäßigen Abständen kurze Kommentare zum Beispiel zur bayerischen Politik veröffentlichen oder zu anderen Themen, die uns im Rahmen der diakonischen Arbeit beschäftigen. Heute herzliche Glückwünsche zunächst an den neu gewählten Ministerpräsident Horst Seehofer. Am Dienstag war seine Wahl im Landtag. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit seitens der Diakonie und würden gerne einige Bälle gleich aufnehmen, die Herr Seehofer zum Ende seiner letzten Amtszeit ins Feld gespielt hat. Wir haben uns zum Beispiel sehr gefreut darüber, dass die früher als Abschreckungspolitik übel beleumundete bayerische Flüchtlingspolitik offenbar nun doch einen gewissen Schwenk erfahren hat. Die letzten Signale aus dem Sozialministerium und aus der Staatskanzlei zu Ende der letzten Periode haben eigentlich einige erfreuliche Verbesserungen gebracht, nämlich dass es zum Beispiel Deutschkurse jetzt gibt für Asylbewerber, die in ihren Flüchtlingsheimen sonst immer den Tag totschlagen, anstatt ihn sinnvoll zu verbringen, oder dass die Regel mit den Essenspaketen jetzt wohl gelockert wird, sodass sich die Flüchtlinge ihr Essen selber einkaufen können, was viel günstiger und auch menschlicher ist. So gab es noch eine Reihe anderer wichtiger Entscheidungen. Ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut, dass die minderjährigen Flüchtlinge, die bisher in Sammelunterkünften untergebracht waren, was für Jugendliche ganz schwierige Situation war, dass für die nun eine bessere Lösung vorgesehen ist. So eine der letzten Entscheidungen des Sozialministeriums in der letzten Periode. Jetzt gilt es aber eben aus diesem zarten Pflänzchen einer Neuorientierung der bayerischen Asyl- und Flüchtlingspolitik jetzt nun auch einen profunden Baum wachsen zu lassen. Und ich schließe mich da unserem Landesbischof Heinrich Bedford Strohm an, der bei der Eröffnung des Landtags vorgeschlagen hat, eine Exzellenzinitiative der Humanität in Bayern zu beginnen. Wenn wir jetzt an die schrecklichen Geschehnisse vor der italienischen Küste denken, Lampedusa, die vielen, die dort im Meer umgekommen sind an Flüchtlingen, dann wissen wir, dass wir eine Verpflichtung haben, auch mit Menschen, die aus der Not zu uns nach Europa fliehen, mit denen menschlich umzugehen. Natürlich wird man nicht jedem hier Gastrecht einräumen können, dafür gibt es ja bestimmte Regelungen, aber Menschen, die zu uns nach Bayern kommen, müssen doch das menschliche Gesicht unserer Gesellschaft erleben und nicht eine abweisende kalte Schulter. Und ich hoffe nun, dass die neue bayerische Staatsregierung unter der Führung von Herrn Seehofer jetzt im Sinne einer solchen Exzellenzinitiative der Humanität zeigt, auch in diesem Arbeitsfeld, dass wir in Bayern in Sachen soziale Güte uns von niemand anderem etwas vormachen lassen. So wie es die Bayerische Sozialcharta der Wohlfahrtsverbände Anfang dieses Jahres gefordert hat. In diesem Sinne wünsche ich Herrn Seehofer und seiner jetzt neu zusammengestellten Regierungsmannschaft eine erfolgreiche Regierungszeit, die wirklich zugunsten der Menschen in unserem Land und auch zugunsten der Menschen, die hier bei uns Asyl suchen, eine erfolgreiche Zeit sein wird. Danke.